zack, auf einmal sind wir da. Auf einmal sind wir da. Ja. Also, wir sind wieder zurück. Wollten wir auch Hallo sagen? Hallo, wir sind wieder zurück. Genau, von unserer... Hast du Hallo gesagt? Von unserer friesischen Nordseetour mit dem Chanson 610. Ja, also wir waren eigentlich nur 2 volle Tage weg, haben aber so viel gefilmt, dass wir selber ganz überrascht darüber waren, wie viel wir gefilmt haben. Wie viel Brauchbares das dabei war. Und so. Jetzt haben wir uns gedacht, dass das nicht zu langatmig für euch wird und nicht zu langweilig, teilen wir das alles auf und zeigen euch jetzt heute den Chanson 610. Weil wir wissen, dass manch einer von euch sehnsüchtig auf den Testbericht dieses Fahrzeugs wartet, haben wir uns überlegt, wir machen jetzt einfach nur ein Video. Was? Nur ein Video mit allen Infos nur von dem Fahrzeugtest und machen eigentlich alles andere ein bisschen gesondert. So habt ihr erstmal die Info von dem Fahrzeug und wie es uns gefallen hat. Und dann gibt es gesondert nochmal etwas längere Videos und ausführlicher und Reiseberichte und Infos zu den Stellplätzen, wo wir waren und... Genau. Ne? Ja, so lasst euch überraschen. Also so könnt ihr jetzt erstmal ganz schnell und dringend den Testbericht sehen von dem Fahrzeug. Alles andere verlinke ich entweder hier unten in dieser Infobox oder ich verlinke das hier innerhalb des Videos. Dann müsst ihr gucken, wenn das jetzt heute noch nicht direkt da ist, es dauert vielleicht noch 1-2 Tage, bis wir das alles geschnitten haben und gesichtet haben, was wir gefilmt haben. Aber wir wollten ja, dass ihr schnell seht, wie es war und wie uns das Fahrzeug gefallen hat. Genau, wir wollten mal anfangen. Ja, wundert euch nicht über uns. Es ist wie immer lustig. Oder wundert euch. Hauptsache, es gefällt euch und ihr habt Spaß. Genau, und schaut zu. So, also, jetzt der Testbericht vom Chanson 610. Es war mega. So viel vorneweg. Viel Spaß. Und danke fürs Zugucken. Tschüss. Tschüss. Also. Ich weiß auch noch nicht, wo wir jetzt anfangen sollen. Wir wollen euch gerne das Auto zeigen. Wir sind jetzt 2 Tage unterwegs. Morgen ist Schluss und Feierabend. Und jetzt wollen wir euch gerne das Auto zeigen. Erzähl doch auch mal was. Naja, lässt mich ja nicht. Wir fangen mal von hinten an. Ja, mit diesem super tollen Bad. Alles erstmal auf den ersten Blick toll. Ja, mit diesem riesigen Schrank, wo man wirklich alles runterkriegen kann. Also sei es Klamotten oder auch noch teilweise Vorräte, Jacken, da oben ist eine Stange. Da liegt das Kissen für den Bettumbau, das zeigen wir jetzt gleich nochmal. Ja. Licht im Schrank, wenn die Tür aufgeht. Ja. Also das ist alles schon ordentlich und durchdacht. So, dann separate Dusche, auch nicht schlecht. Handtuchhalter, auch nicht schlecht. Ja. Lässt sich hier wegklipsen. Jetzt kommt das erste Aber. So, und jetzt kommt schon das erste Aber. Dusche ist echt groß, kein Problem. Aber ja, der Duschkopf hier, der lässt sich nicht neigen. Das heißt, wenn du das Wasser aufmachst, ja, musst du den wegmachen, weil der spritzt halt einfach nur geradeaus. Da frage ich mich schon, wer hat da denn nicht oder wer hat da mitgedacht? Gut. Okay, sei es wie es ist, so ist es halt. Kann man aber nachrüsten. Naja, fängst du an und schraubst da wieder einen anderen Duschkopf hin. Ja. Ja. Und im Moment kannst du dich nur mit einer Hand waschen. Ja, ja. Ja. Also ich jetzt mit meinem Haargedöns hier und Haare waschen geht nur einhändig, weil ich mit der anderen Hand die Brause festhalten muss. Lässt dir halt einfach nur ins Gesicht, ja. Ansonsten, jetzt mal diese Seite hier. Ansonsten haben wir hier einmal einen Schrank. Der ist auch gut gefüllt. Das ist auch alles, das passt. So, zum Schieben. Das Waschbecken ist okay. Ist jetzt, ja, ist es okay. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Ja, das ist ein kleines Waschbecken für die Hände und fertig. Mehr brauchst du ja normal nicht. Also damit kommt man echt aus. Also wir jetzt. Wir können immer nur von uns reden, was wir für Erfahrungen jetzt gemacht haben. Genau. Hier oben Schrank, ja. Ist in Ordnung. Und da auch. Also Platz ist hier im Bad, ist echt ausreichend. Und hier hinten nochmal ein Handtuchhalter und ein Fenster. Das ist okay. Ja. Auch hier diese 2 Ablagen. Ja, passt. Wunderbar. So, das nächste aber ist unsere Traumtoilette. Ja, die Toilette, erklär du mal. Also die Toilette, ist eine Drehtoilette, auch nochmal nicht schlecht, da kann man sich bequem draufsetzen. Hier unten der Schieber für auf und zu, ja, ist auch
ist halt da unten, ist halt bei den WCs so, aber der Knopf für die Wasserspülung, den hätte man echt irgendwo anders hinbauen können, weil du musst dich da immer runterbeugen. Ja, ich finde auch den Schieber hätte man woanders hinmachen können, ja. Das weiß ich nicht. Bei der großen Toilette im Hümer war das alles seitlich. Ja, aber das ist halt die große Toilette. Ich weiß nicht, wie alle anderen kleinen Toiletten sind. Da habe ich jetzt nie drauf geachtet. Ja, der Schieber wird da unten schon, aber dass die Wasserspülung, der Knopf von der Spülung so komisch sitzt, ja, dass du da immer halb ins Klo dich reinbeugen musst, also man, das finde ich schon ein bisschen. Wenn also der Deckel auf ist, kann ja jeder sehen, ja, und man muss da spülen, man hängt halb in der Toilette drin. Ja. Mit langen Haaren hängen gern auch die langen Haare halb in der Toilette drin. Das ist ein bisschen irgendwie ungünstig gelöst und ich meine auch hier unten der Schieber zum Auf- und Zumachen kann sicher woanders hin, damit man nicht immer da so rumhängen muss im Klo. Das weiß ich aber nicht mit dem Schieber. Das ist technisch vielleicht auch bedingt. Ja. Ansonsten das Bad hier mit dem Rollo. Das ist gut. Wunderbar. Ja, das ist gut und die Größe ist sensationell. Ja. So. Das war's Bad. Das war's Bad. Als nächstes? Gut, Kühlschrank. Ja, ist Kühlschrank. Also Kühlschrank. Nee, ist nicht ist gut Kühlschrank. Wir haben ja jetzt lange diskutiert, ob groß oder klein oder nicht. Ja. Mach mal auf. Also der ist jetzt... Der auch, den wir im Hümer hatten, ja. Und der ist schon groß und voll. Ja. Der ist groß und der ist voll und ich befürchte, wir werden mit einem kleinen Kühlschrank nicht auskommen. Das wird uns nicht reichen. Das wird schwierig werden, ja. So, jetzt großes Thema. Die Küche auf dieser Seite, von der wir ja immer dachten, das wäre blöd für uns. Ist aber nicht. Nee. Wir sind jetzt hier 3 Tage super klargekommen mit der Küche auf der Fahrerseite praktisch. Das hat gut geklappt. Da hatten wir nicht irgendwie mal zwischendurch gedacht, oh Mist, wäre die Küche doch woanders. Also wenn wir ein Fahrzeug finden, das die Küche hier auf dieser Seite hat, ist in Ordnung. Ja. Wie jetzt der Knaus zum Beispiel. Ja, passt. Also das ist super. Passt Schränke sind... Schränke hier oben. Ja. Alles gut. Ja, das passt. Ja. Alles gut. So. Was wir festgestellt haben, was uns überrascht hat, das wussten wir nicht. Es gibt Unterschiede bei den Herden. Wir hatten in dem Hümer auch so einen Dreiflammkocher. Ja. Und jetzt diesen hier. Wo wir erst gedacht haben, das ist derselbe, ist aber nicht derselbe. Hier ist schon mal keine Elektrozündung dran. Ist nicht schlimm, macht man zum Feuerzeug, kein Problem. Aber der Platz ist irgendwie, also eine größere Pfanne passt da ganz schlecht drauf. Ein Topf dazu passt schon gar nicht hin. Ja, also wenn man jetzt, ich sag mal, 2 Schnitzel und ein paar Kartoffeln kochen will, oder wir sind ja zu dritt, da reicht halt kein kleiner Topf für Kartoffeln, da brauchst du schon etwas Größeres. Da musst du schon fast in Etappen kochen, ja? Ja. Ja, also ein großer Nudeltopf und eine große Pfanne mit einer Bolognese-Soße ist schon schwierig. Und da wäre ja da gerne irgendwas putzeln, das habt ihr ja schon mitgekriegt. Also mit dem Herd sind wir nicht zurechtgekommen. So muss man es einfach mal sagen. Da müssen wir demnächst drauf achten, welche Unterschiede es da gibt. Es ist auch hier Thetford oder wie das ausgesprochen wird, also ein Markengerät. Aber der ist irgendwie komisch gebaut. Ja, keine Ahnung. Also da hinten passt keine Pfanne hin, hier passt keine gescheite Pfanne hin. Das ist komisch. Ja. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, und einfach nur komisch. Es dauert auch alles wahnsinnig lange, bis es heiß ist. Also bis das Wasser in dem Wasserkessel kocht oder das Nudelwasser kocht. Oder das einfach von der Pfanne, das Rührei morgens. Es dauert ewig. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob das, woran das liegt, aber Brenner, es hat. Die Brenner vielleicht irgendwie eine komische Form haben oder weiß ich nicht, wie wir schlechtes Gas getankt haben. Ich habe keine Ahnung. Hey, ich habe keine Ahnung. Wir wissen es, ehrlich gesagt, wir wissen es einfach nicht so. Aber vielleicht könnt ihr uns da weiterhelfen, an was es liegen könnte. Genau. Ansonsten, wie gesagt, die Küche ist in Ordnung. Was jetzt hier mal noch festzustellen ist, das war bei dem Hümer so, das ist hier oben an der Schublade so, hier gibt es einen Griff zum Aufziehen. Und natürlich hier diese Knöpfe, um das zu verschließen. Mhm. Hier an der zweiten Schublade gibt es nur den Knopf, um das aufzuziehen. Und das ist ziemlich schwer und anstrengend. Also hier müsste man, wenn man jetzt dieses Fahrzeug kauft, unbedingt noch einen Griff nachrüsten, damit die Schublade leichter aufgeht. Weil so ist es ziemliches Gemeng, das an diesem kleinen Knopf aufzuziehen. Unten hier, das ist nur eine Klappe. Das ist in Ordnung. Sowohl vom Platz als auch vom Handling her. Und hier, das ist auch ein Schrank. Das geht auch. Ja, aber hier diese Schublade müsste man unbedingt einen Griff nachrüsten. Ja, und im Bad am Waschtisch unten ist auch nur genau so ein Knopf. Ja, das ist auch teilweise ein bisschen jetzt schwer. Nicht kaufentscheidend. Nein, wäre es nicht. Jetzt. So, kleiner Schnitt, weil der Akku war leer.
So, wir sind stehen geblieben. Hier oben großer Schrank. Der hat auch da hinten noch eine Gassteckdose, einen Gasanschluss schon vorbereitet für eventuell einen Backofen. Das wäre eine Frage, die ich gerne... Du bist drauf, keine Angst. Hier vielleicht. Du bist drauf. Also das wäre eine Frage, die ich einfach mal stellen würde. Vielleicht könnt ihr mir das sagen oder uns. Wir diskutieren darüber, brauchen wir einen Backofen, brauchen wir keinen Backofen. Ich hätte gerne einen. Der Toni sagt... Was willst du denn mit dem Backofen? Brauchst du nicht. Also würde mich mal interessieren, bitte schreibt es mal in die Kommentare oder schickt uns Nachrichten, was auch immer. Ja, ob ihr das... Findet ihr das gut? Habt ihr einen Backofen? Habt ihr keinen Backofen? Wenn ja, braucht ihr ihn? Braucht ihr nicht? Vermisst ihr ihn? Wie auch immer. Würde mich wirklich interessieren, wie das mit dem Backofen sich verhält. Ja, genau. So, dann geht's weiter. Also der würde auf jeden Fall da oben hin. Der könnte hinpassen. Da oben hin, weil da ein Gasanschluss nochmal drin ist. Das habe ich gesehen. Ja. Hier. Kühlschrank haben wir. Hier unter dem Kühlschrank ist noch eine Klappe. Genau, hier ist noch eine Klappe. Wir haben da jetzt die Schuhe untergebracht. Teilweise. Das ist ganz praktisch. So, und dann? Kommen wir zur Steuerung hier oben. Ach, die Steuerung. Bordsteuerung. Ja, die Leni sagt, das wäre ein bisschen anders. Das ist auch ein bisschen anders. Also hier kann man ablesen, wie viel Batterie man noch hat. Ja. Aufbaubatterie und Fahrzeugbatterie und wie viel Wasser man noch hat. Ja, wie viel Frischwasser. Das Abwasser zeigt er nicht an. Ist zwar hier ein Symbol, zeigt er aber nicht an. Weiß ich nicht, warum nicht. Ist so. Nein, er hat gesagt, nein, der, wo wir das gemietet haben, der hat gesagt, das leuchtet erst, wenn Schicht. Ja? Ich glaube, so war es. Ich weiß das nicht mehr. Erst, wenn es voll ist. Genauso wie das Klo. Füllstandsanzeige leuchtet auf, wenn es voll ist und vorher nicht und dann wäre aber auch Ende Gelände. Ja. So. Ich komme damit nicht so gut klar wie in dem Hümer mit dem. Es ist natürlich auch so, wenn ich Wasser ablasse, bevor ich tanke, dann kann mir nie immer was passieren, weil ich kann ja nicht mehr in den Abwassertank reinfüllen, wie ich vorher auch im Frischwasser hatte. Na klar. Ja, also insofern ist es auch nicht so dramatisch, wenn ich das nicht weiß. Ja. Hier ist die Dings für die Anzeige für Steckdose hinten, wenn man am Strom dran hängt, hängen wir heute mal nicht, weil wir hier keinen mehr gekriegt haben. Wir haben jetzt mal eine Nacht auf Batterie. Das ist die Heizungssteuerung, die sehr zu wünschen übrig lässt, weil die Regelung sehr, sehr ungenau ist. Also da sind wir nicht so zufrieden damit. Das war in dem Hümer natürlich mit der Einheitssteuerung wesentlich komfortabler. Und wir haben hier in dem Fahrzeug eine Dieselheizung, die funktioniert, auf jeden Fall ganz klar. Nur rappelt die ganz schön, wenn die anspringt und läuft. Also die hat einen ganz schön, die rappelt halt. Ja. Die man rappelt, man denkt, man sitzt in einer Propellermaschine und ist kurz vorm Start. Ja? So rappelt weg, das Ding los. Und sie riecht halt ab und zu mal. Das, je nachdem, wie der Wind steht, man riecht man es. Man denkt, man ist an der Bushaltestelle. Man riecht die Dieselheizung halt. Ja. Und das hatten wir vorher auch noch nicht. Und das wissen wir jetzt, dass das nicht unbedingt sein muss. Wäre nicht so. Also mit zwei Gasflaschen kann man dann auch weiterfahren. Gut. Ja, wir haben dafür nur eine Gasflasche dabei. Genau, und wenn die all ist, ist die all. Da ist die all. Ja, dann rennst du aber und holst dir eine neue. Ja. Wenn du zwei hast, dann schalte die um oder du schälst sie um und weißt, du musst eine nachfüllen. Ja. Also, Ja. So kannst du halt sagen, du hast nur eine, sparst 11 Kilo plus die Gasfüllung und du hast natürlich Diesel eigentlich immer dabei. Ja, vielleicht schreibt ihr, was ihr davon haltet, von Dieselheizungen und zwei Flaschen und einer Gasflasche. Also wir wissen es nicht, wir haben da noch keine Erfahrung. Die Dieselheizung muffelt manchmal, je nachdem, wie der Wind steht, wie gesagt. Und rappelt. So, dann... Gibt es denn, muss ich jetzt mal fragen, die Dieselheizung auch mit so einer Einheitssteuerung? Ist das immer dieses merkwürdige Gerät? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Dieselheizung auch mit so einer besseren Steuerung, weil es ist ja einfach nur das Thermostat. Ja. Ja. Es ist ja nur das Thermostat. Ja. Und das ist hier sehr, sehr ungenau, haben wir jetzt festgestellt. Ja. Ja. Gut. Was wir auch festgestellt haben und sehr glücklich sind, ist diese Front hier mit, also hier natürlich Fenster in der Tür und hier noch ein Fenster über dieser Mega-Sitzgruppe. Diese Sitzgruppe ist sowieso der Oberknaller. Mega, toll, sensationell, aber nur, du bist drauf, weil wir ja das Hubbett hier oben haben. Ja, ich muss die Kamera irgendwie so ein bisschen halten, dass man das alles so ein bisschen sieht. Ja? Also wir haben das Hubbett. Wir haben ja kein Festbett in dem Auto. Ja, genau. Hier... Den Tisch können wir ablassen, können diese Sitzgruppe zu einem Bett umwandeln. Unser Kind schläft dann hier unten, dann lassen wir das Hubbett auf halbe Höhe und wir schlafen oben drüber und wir haben kein Festbett. Wir
zeigen das nochmal, wie wir das alles umbauen, machen da aber ein gesondertes Video draus, damit euch das hier nicht zu langweilig und langatmig wird. Ich verlinke das dann aber, dann seht ihr, könnt euch das angucken. Aber bedingt dadurch, dass wir da viel Platz haben, haben wir diese Megasitzgruppe. Hier eine Riesensitzbank, die wir nutzen und hier, das nutzen wir tatsächlich auch. Und dann dieser riesengroße Tisch, Sensation. Der sich auch sehr gut verstellen lässt, hin und her schieben lässt. Ja, hier ist einfach ein, so, kann man also ganz, ganz einfach hin und her. Perfekt. Und dadurch haben wir hier viele Fenster, einmal in der Tür und dann über dieser Sitzbank nochmal. Ja, das riesige Fenster auf der anderen Seite. Genau, also der Rundumblick, wenn man da sitzt. Man kann alles sehen. Ja. Und ich wollte jetzt kein Fahrzeug haben, wo auf dieser Beifahrerseite weder in der Tür noch hier in der Wand ein Fenster ist. Also ein Fenster muss da unbedingt. Nee, auf die Seite muss irgendwie ein Fenster. Die Küche also das haben wir jetzt ja schon thematisiert, wäre es kein Problem. Aber es muss irgendein Blick auf diese Seite sein. Und wir hatten den Knaus MF 650 ja gesehen, der uns ja ganz gut gefallen hat, aber der hat da auf der Seite überhaupt nichts gehabt. Wobei wir gesagt haben, da könnte man da eins reinschneiden oder reinschneiden lassen. Und das müssten wir auf jeden Fall dann gerne haben. Ja. So. Wobei wir von euch jetzt gehört haben, jemand hat ein Silver Selection auch mit Fenster in der Aufbautür. Genau, ein 700er irgendwas. Ja, haben wir auch eine Info bekommen. Ja, also das geht alles. Wir müssen nur das nachher dann realisieren. Ja, also wie gesagt, Sitze, super. L-Sitzgruppe muss sein, sagen wir heute. Ja. Obwohl wir ja den Carrado noch testen, der nur hier diese eine Sitzbank hat, ohne L-Sitze. Aber im Moment sagen wir, wir brauchen den Platz und nutzen ihn. Hätten das ganz gerne, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Muss am Ende dann, ja. So, was wir noch haben, ist der Fernseher. Ich halte mal, dann kannst du das vielleicht mit dem Fernseher. Der Fernseher ist das Auto ganz gut platziert. Ja. Der sitzt während der Fahrt hier hinten drin. Ja. Und dann kann man den hier rausziehen. Und dann kann man den hier runterlassen. Und dann kann man den auch noch drehen, also in Richtung Küche, wenn man hier am Putzen ist. Kann Küche man und Bad, noch, wie auch immer, Küche und Bad, genau. Das ist schön gemacht, das ist auch gut zum Gucken da oben von der L-Sitzgruppe aus, den kann man auch noch. Ja, wir neigen. Setzen uns mal und gucken mal vom Fernsehen, Sitzen. Es geht auch, wenn man das Bett runtergelassen hat, kann man auch aus dem Bett rausgucken. Das ist jetzt nicht so richtig. Ist nicht richtig gemütlich, geht aber. Aber von hier unten. Optimal. Ja, muss ich auch sagen. Und auch nicht so ein Gemeng, wie das in dem Hümer war, da an der Seite, dass du das Kabel noch rein und raus zerren musstest. Das geht hier wirklich einfach. Ja. Ja. Das gut. Ist gut, ja. Wenn der Fahrt hängt, dann hier oben. Perfekt. Ja. So. Was wir dann auch noch gemerkt haben, gehen wir weiter nach vorne. Ach so, also ich wollte umdrehen. Da oben rechts, links ist nochmal ein USB-Anschluss, ein Stecker für zum Laden über die Bordbatterie. Super gut. Magst du mal vorgehen und ich. Hat uns sehr gut gefallen. Hat uns sehr gut gefallen hier oben, weil wir ja immer haben, wir mit der Technik und so weiter, brauchen wir das. Super. Und ja, hier sind noch so Lämpchen. Die Beleuchtung, das. Müssen wir sagen. Die ist stylisch. Mhm. Ja, ich sag's einfach mal stylisch. Aber wenn es dann dunkel ist und die Lampen sind an, diese ganzen LEDs sehr hell, sehr stechend und nicht so gemütlich. Das können wir vielleicht heute Abend nochmal zeigen. Können wir nochmal einen Blick machen, ja. Also ich war ja ein bisschen skeptisch wegen diesem ganzen hellen Design hier. Ja? Das war mir ja alles immer. Ja, das hat dir nicht so gefallen. Ein bisschen kalt. Mhm. Ja, da habe ich gesagt. Ist in Ordnung, kann ich mich dran gewöhnen. Das muss jetzt nicht so ein warmer Holzton sein. Ist auch so. Ja. Was mich aber wirklich stört, sind dann diese Lampen. Also die müssten wir wirklich so ein paar gemütliche Lämpchen nachrüsten, wenn wir jetzt einen Schosshaar kaufen würden. Weil das ist ein bisschen wie im Krankenhaus. An jeder Ecke ist ein Lämpchen und ein LED. So an den Seiten und im Fußboden und indirekt. Das ist alles nicht schlecht und es sieht auch schick aus. Ist aber irgendwie am Ende für uns, das ist wieder Geschmackssache, ungemütlich. Ja, genau. Also ja, wir machen das heute Abend, zeigen wir euch das nochmal, wie das dann aussieht, wenn eben alles draußen dunkel ist und wir hier die Lampen anhaben, machen wir nochmal eine Lichterführung. Ja, eine Lichterwanderung. Genau, eine Lichterwanderung durchs WOMO und zeigen euch das. Und dann könnt ihr selber sehen, ob euch das gefällt oder nicht. Also wir würden, wenn wir einen Chanson kaufen,
Lampen einbauen müssen. Ja, das kann man ja, das könnte man ja dann machen. Ja. Genauso würden wir, wenn wir einen Chausson kaufen, keinen Ford als Basisfahrzeug wählen. Das ist jetzt ein Ford-Basisfahrzeug und den würden wir nicht wählen. Der gefällt uns einfach nicht. Da sind so viele Ecken und Kanten drin. Hier das Teil, das haben wir schon mal thematisiert. Das ist beim Fiat wesentlich hier größer ausgebuchtet. Da kann man sich viel besser nach vorne reinsetzen. Die Sitze bei dem Ford drehen sich nicht ganz um, also die drehen sich schon um, aber nicht alles mit. Ja? Der Vor- und Zurückmechanismus, der bleibt gerade stehen, ja? Und der Rest dreht sich nur oben drauf. Also das ist echt ein bisschen komisch. Und die gehen auch nicht höher. Und die gehen auch nicht, na doch, du kannst sie schon Höhen verstellen, aber nicht so wie in die Fiat-Sitze. Ja? Die sind echt anders. Vom Fahren her super, überhaupt kein Problem. Also er lässt sich top fahren, er hat eine sehr gute Geschwindigkeitsregelanlage, die ist intuitiv, ganz klasse zu bedienen. Fährt sich auch super, hat jetzt hier glaube ich irgendwas um die 150, 155 PS und top. Aber hier vom Handling her, innen dann für zum Wohnen, gefällt uns der Fiat wesentlich besser. Ja. Ja, ist so. Es ist so. Allein diese Vor- und Zurückstellerei, ja, dass du hier hinten hier ganz normal eben den Sitz nach vorne und nach hinten schieben kannst. Wenn du aber hier vorne sitzt und willst nach vorne, musst du da ziehen. Also das ist fürchterlich unbequem. Ja, beim Fiat geht alles mit. Ja, und das hier unten, genau, das bleibt eben stehen. Ja. Und ich habe mir jetzt hier schon 89 Mal den Knöchel dran angehauen. Gut, jetzt können wir sagen, Leni hebt die Füße hoch, ist in Ordnung, aber es ist, wie es ist. Jo. Was wiederum gut ist in diesem Auto, ja, das war beim Hümer nämlich nicht so. Beim Hümer hatten wir am Fußboden noch eine Stufe und da ist die Leni dann auch ständig drüber geknallt, klar. Hier nicht. Also hier habe ich mir jetzt halt den Knöchel angehauen, dafür ist keine Stufe drin. Erst da hinten, aber nicht hier vorne direkt an der Sitzgruppe, das fand ich wieder gut. Ja. So. Es ist immer ein Plus und Minus. Am Ende müssen wir rausfinden, wie viel Plus für uns für dieses Fahrzeug und wie viel Minus für uns für dieses Fahrzeug. Ja, was wir jetzt schon sagen können, dass es nicht dieser Grundriss sein wird. Ja, das mit dem ohne Festbett wird es wahrscheinlich nicht werden. Chausson ist immer noch, also gar nichts gegen Chausson, eben auch mit Farbe und so weiter. Das waren alles Kleinigkeiten, ja. Also das jetzt hier mit den Griffen an den Schubladen oder Lampen und sowas. Ja, das ist ja alles schnell gemacht. Ja, das sind Sachen, die gefallen uns nicht. Das ist aber jetzt nichts Schlimmes, Gravierendes. Das könnte man nachrüsten, austauschen, umtauschen, wie auch immer. Deshalb, Chausson durchaus noch vielleicht mit Einzelbetten, Queensbett, was auch immer wir alles gesehen haben. Aber nicht dieser Grundriss mit dem Hubbett. Wie gesagt, da machen wir nochmal ein separates Video und zeigen euch, wie das alles umgebaut wird. Ja. Ja, ansonsten ist alles stimmig. Die Fenster, die gehen wunderbar auf und zu und, ja. Und mit zum Kurbeln und mit dem Fliegengittern und so weiter. Hier ist für Leni Zwerg natürlich alles ein bisschen hoch. Ja, aber du kommst also ran. Ich komme an die Fenster, komme ich ran. Das passt. Da kann ich schön kurbeln. Das ist in Ordnung. Wo ich nicht rankomme, sind diese ganzen Schränke da hinten. Also ich komme hier noch ran, aber weiter nicht. Ja, ich müsste dann einen Tritt mitnehmen. Oder einen Korb, den man da rausziehen kann. Ja. Mit leichten Sachen. Also für kleine Menschen wie mich, die müssen einen Tritt dabei haben. Oder man hat halt einen Tritt dabei. Platz genug wäre ist halt für, so. Dafür. Ja. Ja. So, gut. Das ist das. Wollen wir jetzt noch kurz sagen, warum wir das mit dem Hubbett nicht machen oder wollen wir oder nicht mögen? Oder möchten wir das in dem Video machen, wenn wir das Hubbett umtauschen, ausbauen? Ja, wir können es ja jetzt thematisieren, warum wir das für uns nicht so toll finden. Weil wenn das Bett hier unten ist und hier unten schläft derjenige, dann bist du immer, also wenn jetzt einer noch ein bisschen länger liegen bleiben will, dann hast du keine Chance, irgendwas zu machen. Ja. Ja. Wenn du dich mittags mal hinlegen willst, ja. Keine Chance, was zu machen. Geht wenn's gar nicht. Dir vielleicht auch mal nicht gut geht. Leni hat gerne also mal Migräne. Mal einen Kopfschmerz oder eine Migräne oder sonst irgendwas, ja. Keine Chance, dich dahin zu. Du musst das Bett runter und alles andere steht still, sozusagen. Ja, weil dann ist hier kein Durchkommen mehr. Man kommt dann auch nicht mehr, das zeigen wir dann eben gleich, nicht mehr richtig schon. Rein und raus. Ja, aber es ist mit Gequetsche. Es geht, aber es ist nicht bequem. Es ist mit Gequetsche. So. Ja. Und deshalb haben wir gesagt, das macht für uns keinen Sinn. Das Umbauen als solches ist easy. Ja. Das ist okay. Aber dann das Handling, wenn man liegt und irgendwie ist es, dass ich gedacht, also es wackelt nicht, das muss man schon mal sagen. Es ist nicht störend. Ich habe erste Nacht habe ich gedacht, oh mein Gott, das kracht runter oder es wackelt so sehr. Macht es nicht. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Das war
Super. Aber ich kam mir vor, als wäre ich fehl am Platz, als wäre da gar kein Bett. Es war komisch, ja. Dann hat man die Decke natürlich Ich frage direkt das jetzt über nicht. sich, Ja, was wenn es anders halb ist. gefahren ist, hast du natürlich wenig Kopffreiheit, ja. Ja, das ist natürlich anders, wenn jetzt keiner auf dem Tisch schläft, ja, auf Ja. dem Umbaubett. Dann geht es. Ja, dann lässt man es ganz runter, ja. Genau. Und ja, aber irgendwie war es halt Es ist ein Bett, Geschmackssache. wo. Also die Vorteile von dem Grundriss, die sind nicht von der Hand zu weisen, weil man hier echt mega Platz hat, ja. Ja. Aber der Nachteil ist halt, wenn das Bett halt da ist, dann ist das Bett halt da und dann geht sonst nichts mehr. Nichts mehr. Genau. Das und das gefällt uns nicht so gut. Wenn Wo, beide zur gleichen Zeit aufstehen oder nachts auch nicht raus müssen, ja. ist in Ordnung. Wenn aber abends morgens einer liegen bleibt oder sich mittags einer hinlegen will oder nachts muss man raus, wie auch immer, ist es am Es ist Ende kompliziert. unpraktisch. Ja, Ja, es einfach ist unpraktisch. kompliziert, ja. Ansonsten, Chanson kann man nichts gegen Nö, sagen. ist, Super. ja, okay, da klappert nichts, da ist alles einigermaßen ordentlich Ja. verarbeitet, ja. Also wüssten wir jetzt nicht, dass man jetzt sagt, um Gottes Willen, kannst du nicht kaufen. Nee, Nee, überhaupt ist nicht. alles pfiffig gelöst irgendwie, ja. Manche Sachen nicht ganz zu Ende gedacht, wie das mit dem Dusch, mit der Duschbrausenhalterung da, das sind so Sachen, da denke ich mir, oh Leute, ja, also wer hat das denn gemacht? Aber das findest du überall, solche Dinge, ja. Ja, das Kleinkram, Ja. das wird uns in den anderen Mietwagen auch noch Genau, auffallen. ja, na klar, logisch, Ja. ja. Deswegen wohnen wir immer mal ein paar Tage drin, dass uns das auffällt. So. Gut. Dann haben wir erstmal unser Resümee. Ja. Resümee, ihr wisst schon. Außenrum können wir jetzt was sagen oder wollen wir das Nee, wir gehen extra dann machen? nochmal Wir gehen außen rum, nochmal wenn ein außen rum. bisschen Platz ist. Ja. Und gehen dann nochmal und zeigen von außen nochmal. Da gibt es noch so das ein oder andere, das erklären wir euch gleich. Und dann kommt nochmal eine Lichterwanderung und Bettumbau machen wir jetzt und verlinken das. Also für jetzt erstmal. Tschüss. Tschüss. Beim Chanson Dam, dam, dam. gibt's einen Außengrill. Freunde, es gibt einen Außengrill. Und den probieren wir jetzt einfach aus. Jetzt Achtung. Der ist hier. Schaut. Wir brauchen einen Schlüssel. Sieht einfach noch aus. Ach so. So. So sieht das aus. Wenn man nichts hat, aber einen Außengrill. Die Tür hängt man da ein. Eigentlich ist es von Grund her erstmal ein Drei-Flammen-Kocher. Und dann kommt hier das Grill, der Grillrost drauf. Ah, nee, es brennt. Geht. Wir sehen nichts. Ach doch, da, die mittlere Flamme. Ja. Auf jeden Fall kann man das bestimmt auch in anderen Fahrzeugen nachrüsten. Aber dieser Chanson mit der Welcome-Ausstattung hat das gleich mit drin. Ja, Freunde, das ist der Außengrill. Da gibt es nicht viel zu sagen. Die Würstchen Ja. liegen drauf, es Ich habe brutzelt. jetzt nur eine Flamme angemacht, weil ich denke, das reicht für uns. Und ansonsten kann man die links und rechts auch noch, dann hat man eine größere Grillfläche. Oder man kocht halt hier draußen. Wenn man halt jetzt, wenn schön Wetter ist, dann nimmt man das Ding halt ab und macht draußen seine Kartoffeln oder keine Ahnung, die Nudeln. Wurscht. Hat man den Muffel nicht innen drin. Das ist Nicht ja auch schlecht, cool. super cool, vor allem das Ding ist immer dabei, ist am Gas immer fest angeschlossen, rein, raus, fertig. Absoluter Vorteil von Chanson. Also das ist echt top, gell? Wenn Chanson, dann einer mit Außengrill. Haha. Also. So, jetzt ist es draußen dunkel und wir wollten euch ja die Beleuchtung zeigen. Und die kommt natürlich im Dunkeln erst so richtig zur Geltung. Ich komme ein Stück höher. Ja, komm mal ein Stück höher. So, also, das ist das Bad. Ja, das ist schon nicht schlecht. Da oben ist eine LED für den Spiegel. Hier oben ist sozusagen die Hauptbeleuchtung. Da unten nochmal eine indirekte Beleuchtung. Das ist schon alles sinnig. In der Dusche oben nochmal ein Licht und hier an dem Duschpanel auch nochmal so eine indirekte Beleuchtung. Das sieht schon ganz gut aus. Also kannst nichts sagen. Das Bad ist schick. Einmal. Das ist das Hauptlicht sozusagen hier für den Tisch. Das ist das Megalicht. Das ist das Megalicht, natürlich auch LED, das ist eine Voll-LED-Beleuchtung hier überall. Und da kannst du wirklich hier eine Operation durchführen, ja. Also, das ist wirklich sehr hell. Also, wenn es wirklich mal hell auf dem Tisch sein soll, ist es dann auch hell. Finde ich gut, ja, weil wenn hell, dann hell. Ja, wir Fertig. wollen ja gerne mal eine Operation durchführen. So. Und dann kann man das wieder Ja. ausmachen. Jetzt haben wir hier hinten noch so ein Schnuckelicht. Das geht hier oben an.
da. Ja. So, das ist ja ein Leselicht. Ist ein Leselicht. Eigentlich ein Leselicht. Vier LEDs, sehr hell auch. Also das ist das, was ich vorhin gesagt habe, das ist schon ein bisschen, fast ein bisschen blendend, ja. Ja, und wenn man da sitzt und was lesen will, erkennt man nichts. Erkennt man trotzdem nicht so richtig was. Also, so, und dann haben wir noch jenes hier. So, und dann geht hier einiges an. Da oben an der Dachhaube so eine indirekte Beleuchtung. Dann haben wir hier unten überall so blaue LEDs. Das wäre schön, wenn man die einzeln schalten könnte für nachts, wenn man mal raus muss. Da nochmal. Ja, geht aber nicht, geht nur insgesamt anzuschalten. Hier am Spiegel, Eingang, Garderobe. Nochmal so eine indirekte Beleuchtung. Das sieht schon gut aus. Ja, ist halt kühl. Es sieht aber gut es aus. Aber es ist kühl. Es sieht wirklich gut aus, aber wie gesagt, es ist ein bisschen, als kommt man nachts durch den Krankenhausflur oder nachts in die Teeküche im Krankenhaus oder so. So wirkt das alles ein bisschen. Das ist echt schick. Und hier an der Sitzgruppe dieses Plexiglas hier nochmal beleuchtet. Sieht gut aus. Und dann die Küche. Unterhalb der... Guck mal, das nehmen wir mal weg. Ja, ich meine, das siehst halt auch, was dann im Schubkasten drin ist. Ja. Durchaus. Aber wenn man das hier einzeln drunter schalten könnte, wäre das noch viel besser. Ja, es wäre überhaupt am besten, wenn es ein bisschen wärmer wäre. Ja, da hinten in der Küche diese vier Karos, auch schön. Und da oben nochmal eine indirekte Beleuchtung. Alles. Und hier nochmal, das kann man nochmal separat. Ach so, stimmt, hier. Das ist nochmal ein separates. So eine Lichtleiste. Ja, so eine LED-Leiste. Das ist auch oben am Bett auch nochmal so eine Leselampe. Ja, genau. Wenn das Bett runtergefahren ist. Ja, da kann man auch nicht wirklich was mit anfangen. Wir gehen jetzt mal ins Bett. Schlaf gut. Morgen geht's heim. Ja. Aber dann melden wir uns nochmal. Hallo, wir wollten euch noch das Auto von außen zeigen. Ja. Und was da so alles ist, so mit Klappen und Abwasser. Wir fangen einfach alles hier an. Ach so, Chat. Hier vorne, wir gehen einmal rum, oder? Ach so, okay, also wir sind hier vorne Beifahrerseite. Beifahrerseite, genau. Da ist hier die Gasflasche untergebracht. Ja, also jetzt kein Hexenwerk, Gasflasche ist nur eine, weil wir haben eine Dieselheizung. So, hier war der Grill drin, das haben wir euch ja schon gezeigt. Kann ich aber nochmal? Ja. So, dann WC-Kassette. Da unten Grauwasserabfluss. Genau, hier muss man also nur einfach diesen Hebel nach vorne ziehen. Mache ich jetzt nicht, sonst kommt was raus. Also einfach nach vorne ziehen, dann läuft das Wasser raus und dann eben wieder verschließen und den Hebel nach hinten ziehen. Genau. So, und dann die Garage. Dann haben wir schon die Garage. So. Schön. Das ist die Garage, ja. Schön groß ist. Die ist ziemlich groß, ja. Durchgängig. Da ist ja oben drüber der große Schrank. Hat hier unten jetzt zwei Fahrradschienen montiert. Oben diese Halter noch dazu. Ist nicht schlecht. Fahrräder passen in der Höhe her wirklich bequem rein, aber auch nur zwei. Wir haben es mit dreien versucht. Geht nicht, da müsste man einen Träger drauf machen. Zeigen wir euch gleich. Hier ist noch serienmäßig eine 220 Volt und eine 12 Volt Steckdose für draußen. Ja, und Licht haben wir ja auch hier. Licht ist hier auch drin, ja. Aha, so, okay. Und da haben wir noch hier die Klappe von hinten. Die Klappe von hinten ist praktisch. Aber man muss halt dann in dem Fall, das funktioniert gut, aber ein Fahrradträger muss halt dann da oben hin. Sprich, man braucht so einen Hub-Fahrradträger. Gibt es, kann man dran machen, die Vorbereitung ist dran, alles kein Problem. Okay. Ja, das geht. Und Rückfahrpiepser hat er auch. Ja, Rückfahrpiepser und eine Kameravorbereitung. Jetzt hier nicht dran, aber die Verkabelung ist dran bei dem Webcam. So, und dann haben wir hier noch einen. Also erstmal kann man von hier aus noch an die Garage.
Und da ist noch mal ein Schrank. Ja, mit Einlegeböden. Die kann man auch wegmachen. Ah, die kann man hochklappen. Ja, und da kann man was hinhängen. Also ich sag mal, wenn jetzt einer zum Surfen fährt, ja, oder zum Tauchen fährt. Skifahren, die Skier reinstellen, ja. Das ginge also so, wenn man was Langes hat, ist das echt, also das ist schon super praktisch, ja. 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 So ist das. Aber halt hoch. Ja, schon hoch. In dem Fahrzeug ist alles hoch. Und die Leni wächst nicht mehr, ne? Die Leni braucht mehrere Leitern und Trittstufen hier für das Fahrzeug. Aber gut, ich muss ja jetzt da oben auch nicht ran. Dann geht's hier weiter mit ja, Steckdose, Stromanschluss. Ja. Und hier ist der Frischwassertank verbaut. Braucht man nur aufdrehen, Schlauch rein oder Gießkanne auffüllen. Wunderbar. Was uns jetzt ein bisschen, auch der Ablasshahn ist hier, was uns jetzt ein bisschen gestört hat oder halt umständlich ist, dass das Abwasser auf der anderen Seite ist und das Frischwasser auf der Seite. Das heißt, man muss an so einer Servicestation entweder einen langen Frischwasserschlauch mit dabei haben, den hatten wir jetzt nicht so lange. Das heißt, wir mussten uns immer mal drehen, um das Kauwasser abzulassen über dem Gulli und dann drehen, um das Frischwasser zu tanken. Also wenn man das weiß, kann man natürlich einen längeren Frischwasserschlauch mitnehmen oder man nimmt sich einen Abwasserschlauch mit, der dann in den Gulli passt. Dann muss man sich nicht mit dem Fahrzeug drehen, sondern fährt nur einmal dann dorthin. Wussten wir jetzt nicht, wenn man es weiß, kann man es machen. Ist halt jetzt so bei dem Auto. Bei manchen Autos ist es auf einer Seite, ist ein bisschen praktischer. Und hier ist die Bordelektrik drin mit Sicherungen, ja, und so weiter. Umspanner. Batterie. Ja, Batterielader, ja. Mhm. Und so weiter. Ne? So. Das war's von außen. Das ist der Kamin von der Heizung. So ist das. Ja. So ist das. Und das war's eigentlich auch schon. Genau, das war's von unserer Chansonfahrt. Wir sind nämlich jetzt leider durch und bringen ihn zurück. Ja. Und wir müssen noch ein bisschen ausräumen. Das ausräumen, unräumen und mal kurz durchputzen. Aber das ist jetzt nicht so interessant. Deswegen sagen wir jetzt schon Tschüss. Ja, wir werden, haben wir ja gestern schon gesagt, wir haben weiter Chanson mit auf der Liste, aber mit einem anderen Grundriss, sondern ja, nicht mit diesem. Ja. Also Chanson auf jeden Fall bleibt er mit dabei, weil es ein ordentliches Auto ist. Ja. Aber nicht der Grundriss und auch nicht Ford. Also der Ford und der Grundriss weg, sondern Fiat und vielleicht ein 628er oder ein 627 GA. Wahrscheinlich aber eher der 28er, weil der 27 GA hat den kleinen Kühlschrank, weil der die Küche auf der Beifahrerseite hat. Hat aber dann nur den kleinen Kühlschrank und da haben wir jetzt schon für uns festgestellt, der wird uns zu klein. Hast du recht gehabt. Wo ich immer gesagt habe, wir kommen ja schon auch irgendwie mit dem kleinen Kühlschrank aus. Ja. Würde auch gehen, aber jetzt hat sich gezeigt, wo es ja jetzt schon ein bisschen warm war. Mhm. Man ist nicht immer unbedingt an einem Supermarkt zum Einkaufen groß. Und ja, man muss schon mal, wenn man am Supermarkt ist, auch ein bisschen mehr einkaufen. Und ihr wisst ja, wir kochen gerne und dann ist der Kühlschrank schnell voll. Ja. Auch ja, der Große. Auch der Große ist dann bei uns gleich rappelvoll. Ja. Und ja, dann kommst du im Kleinen gar nicht mehr hin. Also, nee, wir brauchen einen großen Kühlschrank. Das ist eigentlich auch durch. Ja, die Küche auf die andere Seite, da haben wir kein Problem mit. Das haben wir ja gesagt. Und dann gucken wir mal den nächsten Grundriss. Also, bleibt dran. Danke fürs Zugucken. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Ja. Wir melden uns wieder von diversen Testfahrten. Wir haben auch noch die ein oder andere Ausstellung im Auge, wo wir hinwollen. Außerdem sind wir jetzt noch auf ein paar andere Marken gestoßen, wo wir gesagt haben, müssten wir vielleicht doch auch noch mal einen Blick reinwerfen. Von daher melden wir uns von da auch noch mal. Dann gibt es Reisebericht und noch diverse andere Videos. Also, wir hoffen, ihr bleibt dran. Habt Spaß mit uns. Wir haben ihn immer noch und immer mehr. Bis dann. Also, danke. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.